Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, Flachlandradler immer unterwegs. Ja, dritte Etappe auf dem Weser-Harz-Heideradweg. Ja, den Harz habe ich jetzt durchschritten, ja, nach einer dollen Nacht. Also irgendwie finde ich das ganz toll, dass ich das total verpeilt habe, dass Walpurgisnacht war. Ja, unglaublich, was für eine Nacht. Ja, bis 23 Uhr habe ich durchgehalten auf dem Marktplatz, noch die Live-Musik angehört. Aber ausgeartet ist es nicht. Nein, es war klasse, eine gute Nacht hier gehabt zu haben. Und ich wundere mich immer noch, dass ich ein Hotel überhaupt gekriegt habe. Und dann nur 300 Meter vom Marktplatz entfernt. Aber ich habe nichts mehr gehört. Ja, und echt klasse. Schaut euch das an. Bestes Wetter. Ja, ich glaube, die Jacke kommt auch schon gleich wieder aus. Ich habe extra gewartet. Ihr habt es vielleicht auch gerade eben gehört, das Glockenspiel auf dem Marktplatz. Ja, darauf habe ich noch gewartet, um 9 Uhr da zu starten. Wunderbar, es ist herrlich. Ja, man schaut hier noch auf dem Harz, auf seine kahlen Hänge. Ja, Westharz ging es noch. Ja, aber der Rest sah sehr wüst aus. Aber ich sag, es ist ein Neubeginn für die Natur dort. Ja, und jetzt geht es ins flachere Land. Ich fahre hier fast nur noch bergab. Ein paar kleine Steigungen werden kommen, aber bei dem Wetter wieder, wow. Aber es sind ja auch nur, ja, jetzt nur noch 56 Kilometer bis Braunschweig, das ist ja nicht viel. Ja, also bin ich recht schnell da. Ja, heute ist der 1. Mai, ja, ein Feiertag natürlich, deswegen bin ich auch unterwegs. Heute ist es einfach nur herrlich. Bestes Wetter wieder zum Radfahren. Ich glaube, das wird wieder ein schöner Tag zum Radeln. Und auch schöne Bilder zu machen. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei bei meinem dritten Tag auf den Weser-Harz-Heideradweg. Gute 12 Kilometer habe ich geschafft. Ab und zu gab es einen Brockenblick. Genau jetzt ist er nicht zu sehen, aber ich stehe trotzdem oben hier auf so einem kleinen Berg, wie Flöteberg, glaube ich, heißt das, im Naturschutzgebiet. Ja, tolle Aussicht von hier oben. Ja, auch ein kleiner Segelflugplatz für Modelle anscheinend. Also sehr schön. Top Aussicht. Wow. Es ist aber auch die einzige Schwierigkeit heute. Die wirklich einzige Schwierigkeit, die auf mich wartet, und die habe ich jetzt gleich bewältigt. Schöner Blick. Oh, es ist auch gar nicht so kalt wie gestern, finde ich. Der Wind ist nur ganz leicht, aber schon viel, viel wärmer. Aber dieser Ausblick wieder. Wow, hat sich gelohnt, hier hochzugehen, zu fahren. Wow, sehr schön. Ich schätze mal, hier war Osterfeuer. Oh, so ganz Naturschutzgebiet scheint es ja nicht zu sein. Aber die Wiesen hier fangen an zu blühen. Wow, einfach nur grandios. Nochmal einen tollen Blick zum Harz, den ich wohl bald nicht mehr haben werde. Ja, ist auch nicht mehr so weit. Einfach nur klasse. Wegführung, ja, war jetzt irgendwie durchs Flachland sozusagen. Aber wie gesagt, dieser Hügel musste ich noch bewältigen. Und dann geht es darüber. Ich glaube, die Oker fließt da. Die werde ich dann ab Wolfenbüttel oder kurz davor folgen. Aber es ist echt klasse. Einfach nur schön. Was für ein Tag wieder. Tolles Wochenende. Naja, weiter geht's auf den weiteren Kilometern.
Ich weiß nicht, ob man es sehen kann auf der GoPro, aber da ist nochmal der Brocken in voller Pracht. Ist etwas diesig, wird schwierig sein, ihn ranzuholen. Aber klasse, nochmal ein schöner Blick. Nun befinde ich mich hier auf der Okerbrücke, die neue Fußgänger- und Radwegführende neue Brücke über die Oker. Seit 2021, seit 2 Jahren ist sie wieder da. Da war anscheinend eine alte, die war aber nicht mehr so gut begehbar, war zeitweise gesperrt. Aber jetzt ist wieder durchgehend befahrbar. Ja, der Oker werde ich jetzt erstmal folgen. Bis gerade eben war auch immer noch so ein bisschen Hügellandschaft um einen rum, aber jetzt wird es immer flacher. Ja, für mich fast eher ein bisschen langweiliger, aber egal. Schön sieht's aus. Dem Lauf folge ich jetzt über Wolfenbüttel bis nach Braunschweig. Ja, es sind aber noch, ich schau mal, ja, knappe 30 Kilometer. Aber sehr warm ist es jetzt. Ich glaube, gleich werde ich kurz weiterfahren. Wunderbar. Ja. Einfach nur klasse. Es macht doch wieder Spaß. Ja. Die Leute sind auch draußen. Sehr schön. Fahren Fahrrad. Boah, ja, sehr toll. Ah, bis jetzt war es auch wieder ein schöner Radweg durch. Ja. Wirtschaftswege und so. Ja, Belach ist nicht immer ganz in Ordnung, aber bei so einem Wetter ist das doch völlig egal. Ja, durch die Brücke ist auch schon wieder der Brocken zu sehen. Aber naja, bald verschwindet er auch ganz. Oh Mann, es ist auch schon bald vorbei. 3 Tage gehen immer so schnell. Naja, weiter geht's erstmal. Thank you.
So, kurz vor Wolfenbüttel komme ich jetzt hier nochmal an der Mühle vorbei. Da ist eigentlich Zeit nochmal für eine Pause, für eine allerletzte Pause. Aber wie ihr seht, schön anzusehen. Tolles Highlight wieder. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Aber naja, wie gesagt, letzten Kilometer vor Wolfenbüttel. Und dann kommt auch schon Braunschweig. Ist nicht mehr weit. Eine finale Pause noch hier. Ein paar Snacks, ein bisschen Energie nochmal tanken. Für die letzten Kilometer. Ja, die letzten Kilometer, ja, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie auf einem anderen Track gelandet. Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, meiner ist, glaube ich, schöner, weil es sah so aus, ob der an den Landstraßen entlang führt. Wie jetzt gerade die letzten Kilometer hier. Naja, schöne Pause und dann Endspurt nach Braunschweig. Leider schon wieder. Ist echt ein herrliches Wetter. Aber es ist etwas diesig. Der Wetterwechsel für morgen steht schon wieder an. Kühl soll es werden, pustig und auch ein paar Schauer. Also alles perfekt gelaufen. Naja, weiter geht's gleich. Nun bin ich bald in Braunschweig angekommen. Keine 10 Kilometer mehr. Es ist Zeit fürs Fazit. 3 Tage bin ich ja nur hier auf diesem Weg unterwegs. Er geht natürlich noch viel weiter. Aber ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, dass ich begeistert war. Eins habe ich dafür in Kauf genommen. Ihr habt es vielleicht auch mitgekriegt. Ja, die Radlmaus. Die Challenge, die ich ja auch gefahren bin, 300 Kilometer, die ist nach Flensburg gefahren. Ja, ich wusste es, wir hatten schon miteinander gechattet. Ja, aber mich hält das halt nicht zu Hause, ein langes Wochenende. So schönes Wetter, wie es war. Tut mir leid, aber es ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Irgendwann treffen wir uns alle, auch mal mit Ronald. Habe ich ja richtig Lust drauf, auf jeden Fall. Ja, aber es hat sich gelohnt. Habt ihr bestimmt gesehen, die 3 Tage waren wunderbar. Was soll ich sagen? Landschaftlich 1A vom 1. bis heute zum letzten Tag. Ja, einfach nur herrlich.
Wunderherrlich, wie ich immer sage. Ja, Streckenführung fand ich eigentlich richtig gut in Ordnung. Ein paar Landstraßen sind da immer dabei, lässt sich nicht vermeiden. Ein paar Wege sind natürlich auch sehr holprig gewesen, wie zum Beispiel durch den Harz. Ja, die alten Bahntrassenradwege, da waren noch grobe Steine bei. Mountainbike braucht man vielleicht nicht. Das funktioniert auch so. Ich habe aber natürlich auch breite Reifen drauf. Ja, und zwischendurch auch hier jetzt sind ab und zu mal sehr holprige Feldwege gewesen. Aber dafür sehr abseits. Das muss man vielleicht in Kauf nehmen. Oder wenn es regnet, scheint es auch sehr schlammig teilweise zu sein. Also nicht der beste vielleicht, aber ich war begeistert. Richtig begeistert. Habt ihr ja mitgekriegt. Nur was soll ich sagen? Die Tage habe ich mir gut eingeteilt. Streckenlänge ist natürlich sehr sportlich gewesen, waren viele Höhenmeter dabei. Am ersten Tag bist du der Stadt. Auch nicht ohne von der Weser hier rüber. Da war leider keine Sonne, aber dann am zweiten Tag durch den Harz nachher. Wow, sehr schön geführt. Okay, landschaftlich war es top, fand ich zumindest. Ja, dass er jetzt so kahl ist, der Harz, das ist nun mal so. Es ist auch eigentlich hausgemacht gewesen. Ja, inzwischen haben sie ja wenigstens die toten Bäume schon ziemlich alle weggehauen. Dadurch waren viele Aussichten. Ja, das wird 10 Jahre, 20 Jahre vielleicht noch anders aussehen. Und dann sind die Bäume auch langsam wieder groß. Ja, und dann vielleicht Mischwald. Aber zurzeit fand ich das gar nicht so schlecht. Da waren die Wege natürlich auch immer nicht ganz in Ordnung durch das Verfahren der Maschinen. Aber ja, was soll man machen? Da war manchmal auch mal ein kleiner Ast oder großes Stück Rinde auf dem Weg, da musste man ein bisschen aufpassen. Aber ich hatte viel Zeit und das war echt ein Traum. Wow, so wie hier das Wetter. Gestern war es auf einmal wieder kalt. Ja, heute ist es super warm, schon fast Sommerfeeling am 1. Mai. Ja, aber morgen ist es schon wieder vorbei. Ja, Unterkünfte, die ich hatte, waren echt top. Und natürlich die absolute Überraschung. Ich habe ehrlich nicht dran gedacht, dass Walpurgisnacht ist. Mann, das war eine Feier gestern. Ja, Alkohol gab es nicht viel. Das kann man nicht, wenn man so kaputt ist eigentlich. War ja doch ein bisschen fertig. Dann haut das zu doll rein. Aber ein Alster war drin. Ja, und ein schönes Essen. Ja, und dann habe ich bis 23 Uhr mir noch die Musik angehört und die Show angeschaut. Also das war wunderbar. Also das war echt ein tolles Erlebnis. Sehr überraschend. Ziemlich geil. Ich kann echt sagen, was ich wieder in diesen 3 Tagen erlebt habe, da sage ich wieder, rausfahren, los, einfach machen. Ja, natürlich das weinende Auge, dass er die Radlmaus nicht getroffen hat, aber wie gesagt, Anna, das wird irgendwann mal nachgeholt. Ja, und was soll ich sagen, ich bin gut durchgekommen, das hat echt Spaß gebracht. Ich muss sagen, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Ja, da muss ich durch. Ja, eigentlich war es immer ziemlich abseits, war ziemlich ruhig, sehr entspannt. Also wer nicht so sportlich ist wie ich, sollte sich auf jeden Fall definitiv größer aufteilen auf mehr Etappen. Aber sehr geil war das, sehr geil, muss ich echt sagen. Wunderherrlich, wiederhole mich dieser Weg. Naja, ich komme gleich nach Braunschweig. Dann war es das gewesen. 9 Kilometer noch. Und dann war es das schon wieder. Ja, mal schauen, was jetzt noch kommt. Viel kann es ja nicht mehr sein. Ich kenne den Weg auch zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig. Ja, da bin ich ja vor 1,5 Jahren im Herbst gefahren nochmal. Also, dann geht es nochmal auf die restlichen Kilometer. Da habe ich glatt auch nochmal eine Frage an euch. Es gab ja vor kurzem die Doku über diesen Radweg, Weser-Harz-Heideradweg, fand ich interessant. Ja, aber es ist ja doch was anderes, wenn so ein Online-YouTuber wie ich daran vorbeifährt oder entlang fährt. Ja, im Fernsehen sieht das meistens immer so gestellt aus, aber die können auch viel mehr, zum Beispiel auch mit Drohne fliegen und so. Das ist ihnen ja auch viel mehr möglich. Ich habe natürlich keine mit, aber andere schon. Also ist die Frage, ist es für euch interessanter, jetzt hier das zu gucken, wie der Weg so ist, weil in so Kirchen und so gehe ich jetzt nicht gerade rein oder gucke mir Kulturelles an, fahre da meistens vorbei, ich bei Hause. Aber ist das jetzt interessanter für euch, für einen
so einer wie ich Videos darüber macht, über den Weg. Oder wenn der NDR oder andere Sender das dokumentieren. Also ich finde das persönlich viel interessanter, weil es viel detailreicher ist. Ich nehme mir auch viel mehr Zeit für den ganzen Weg, habt ihr ja gesehen. Also mir persönlich gefällt es besser, wenn irgendein YouTube-Online-Radler in hier zum Beispiel einen Weg abfährt. Und wenn das das 100. Mal der Weserradweg ist oder Elberadweg, ist es immer wieder was anderes. Ja, jetzt geht's, Bebauung geht los, rein nach Braunschweig und dann ist auch bald das Ende. Ich habe soeben beschlossen, jetzt nicht noch in die City zu fahren. Das muss ich mir nicht antun. Hier ist schon viel los. In der City ist bestimmt auch was los. Ja, muss jetzt nicht sein. Hier ist auch besser, jetzt endgültig Tschüss zu sagen an diesen schönen See hier, an diesem Naherholungsgebiet. Sieht auch ein bisschen besser aus. Ich habe dir ja auch schon mal gezeigt, Braunschweig, die Innenstadt. Wie gesagt, bei meiner Tour vor 1,5 Jahren, glaube ich, war das. Im Herbst nochmal 2 Tage, wo ich hier war und Touren gemacht habe. Da war ich in der City, ja. Also das war's. Ich kann zum Weg natürlich sagen, ich wiederhole mich, war richtig schön. War richtig, richtig viel. Das hat so viel Spaß gebracht, das habt ihr aber auch mitgekriegt. Ja, eins kann ich mal sagen, Beschilderung. Die ersten 2 Etappen war das eigentlich noch ganz gut, aber jetzt hier die letzten Kilometer außerhalb des Harzes verblichen. Manchmal ganz anders wie auf meinem Trek. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es fehlten auch viele zwischendurch. Ja, einen perfekten Radweg gibt es halt nicht. Es gab viele Highlights, ihr habt es gesehen. Also es waren tolle Tage. Ich möchte sie nicht missen. Auf jeden Fall. Empfehlung, ja, kann ich auf jeden Fall geben. Vielleicht für mehr für E-Bike-FahrerInnen. Wer sportlich ist wie ich, der schafft das auch. Also der Harz war nicht so schwierig. Man kann sich auch ein bisschen abkürzen. Ja, und die Highlights kann ich eigentlich nur sagen, alles. Natürlich dieser Vollfrühling, der hier ist, der macht noch sein Übriges mit den tollen Rapsfeldern, die jetzt anfangen zu blühen. Einfach nur grandios. Ja, ich will auch nicht lang schnacken. Das waren heute, ja, es werden noch ein paar Kilometer, vielleicht knapp 60 höchstens. Dann ist es vorbei. Es war ein super Wochenende, 3 Tage viel erlebt. Gestern Abend war echt der Wahnsinn. Da werde ich lange dran denken. Ich hoffe, ihr auch an meine schönen Bilder, die ich vielleicht gemacht habe. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin, euer Flottlandradler Thorsten. Tschüss.